Auch als Mann von der Störungsstelle der Telekom hat sich der Bayern ein Spaßtelefonist bereits ausgegeben. Unter tatkräftiger Mithilfe einer Dame fahndet er nach einem Leitungsproblem. Rüdig? Ja, grüß Gott, Frau Rüdig. Mein Name ist Hans Kiermaier, Deutsche Telekom, Störungsstelle Abteilung Messtechnik. Frau Rüdig, uns wurde gemeldet, dass Sie ab und an Störungen auf Ihrem Telefon haben. Wir müssten auf jeden Fall mal zuerst Ihr Telefon durchmessen. Deswegen rufe ich jetzt an und dazu brauche ich Ihre Hilfe. Wir haben da so einen Messton, da müssten Sie mir sagen, ob Sie den hören und dann brauche ich den auch von Ihnen. Ja. Oh Gott. Ja, haben Sie den Ton deutlich gehört? Aber ja. Gut, so, jetzt brauchen wir diesen Ton von Ihnen, um messen zu können, ob das auch stimmt, die Leitung. Also wie, so ähnlich, wie Sie mir jetzt gerade vorgemacht haben. Ganz genau, ja. Ja, la 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 la. Geht das? Ich spiele Ihnen nochmal vor. Also so kann ich das mal nicht. Ist mehr so ein Pfeifen ist es dann. Ja. Probieren Sie mal. Ja, nochmal. Nochmal. Ja, das Ergebnis war sehr positiv. Wunderbar. Jetzt bräuchte ich von Ihnen ein kurzes A. A. Nochmal bitte. A. Okay, und jetzt ein langes. A. Sie sind die Erste, die ich anrufe und der das richtig Spaß macht. Jetzt bräuchte ich noch einen Zischlaut von Ihnen. Also, nochmal. Ja, kommt auch gut. Also eigentlich dürften da keine Störungen auftreten. Nein, es sind auch keine. Also auch der modulierte Ton war wunderbar. Wenn Sie mal bitte Ihre Leitung messen. Wie lang ist denn die? Naja, meine Leitung, die ich jetzt habe, ist glaube ich 2,5 Meter. Ja, also Frau Rüdig, da muss ich Ihnen sagen, da haben Sie einfach eine lange Leitung. Ja, gelegentlich habe ich sie auch. Sie sind nämlich jetzt beim Spaßtelefon von Bayern 1. Abgehoben, reingeflogen. Also das ist doch die Hölle. Und ich mache den Quatsch mit. Ich habe mir doch gleich gedacht, das gibt's doch gar nicht.